Guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute mit dem wunderschönen Ausblick auf irgendeine alte Industrieanlage. Dahinter versteckt sich der Vesuv, denn heute will ich da hochkraxeln und mir das Ganze mal von oben anschauen. Seid ihr dabei? Dann lass uns starten. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten. Und durch satte, grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Citroën Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. So, es geht los. Zum Nationalpark sind es 14 Kilometer alle 28 Minuten. So, jetzt geht's hoch. Die Serpentinen. Mal kurz ein Update geben zu den Sachen, die man so im Internet liest. Man muss das Ticket vorher kaufen und so weiter. Deswegen habe ich ja hier eigentlich 2 Tage abgesessen. Es ist jetzt neu. Du kannst das Ticket hier kaufen, denn es gibt kostenloses WLAN hier. Da kannst du dich mit einloggen und dann kannst du dir hier ein Ticket kaufen. Brauchst also nicht Ewigkeiten im Voraus buchen. Ist natürlich von der Saison abhängig, denn ich bin jetzt in der Hauptsaison, da kriegst du das Ticket vielleicht erst in 2 Stunden, je nachdem, wie dein Zeitfenster ausgebucht ist. Oder wenn du in der Nebensaison bist, kriegst du bestimmt sofort ein Ticket. So, du gehst hier dann durch das Haupttor und dann sehe ich da oben Menschen laufen. Ich denke mal, da wird so ein serpentinenmäßiger Wanderweg hoch sein. Das wird anstrengend. So, jetzt bin ich hier, wandere ich hier rum. Das Stück um den Krater darf ich nur mit einem Guide gehen. Keine Drohne. So. Da ist Neapel. Ist gerade eine Wolke. Für die Realität einmal die Menschen, die hoch und runter laufen. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Da oben laufen sie entlang. Lavafeld. Da unten ist der Parkplatz zu sehen. Und dann schlängelt sich die Straße 3,5 Kilometer bis hoch zum Krater. Und da steht mein Auto. Ha, ist noch da. Da ist der Ort, wo ich heute Nacht geschlafen habe. So, ich muss jetzt hier warten. Hier ist so ein Meeting Point. Denn ich möchte natürlich auch den Krater sehen. Und hier ist der Guide Service. Den darf man nur mit einem Guide umrunden. Und die sammeln halt immer hier gewisse Personen und dann geht's los. Die Magma ist momentan 8 Kilometer im Inneren. Mit der heutigen Technologie ist es möglich, diese 3 Millionen Menschen hier ungefähr 3 Tage vorher zu warnen. Okay, first of all, we can see the big crater. There. That's what we have, 75 degrees centigrade right now. The steam, the visibility of the steam, it depends on the weather condition. If you come here in winter, you see much more, because in case the magma will move, as I said before, the temperature will increase. Noch eine Sache, die im Internet stand, du musst einen Guide-Service buchen, um den Krater herumzulaufen. Das stimmt auch nicht. Du kannst einen Guide-Service buchen, der geht mit dir hier ein paar Schritte, erzählt dir ganz viel interessante Sachen. Dann gehst du allein um den Krater rum, da ist noch ein Guide und der erzählt dir nochmal was und dann kannst du auch Pompeji sehen. Hier sind überall diese Messgeräte, die es ermöglichen, die Bevölkerung rechtzeitig zu warnen. Da gehe ich jetzt mal schnüffeln.
Wanderung ist überhaupt gar kein Problem. Also da stehen so Warnungen, man muss gut zu Fuß sein und so, aber hier, das ist der Weg, das ist ein gut ausgebauter Wanderweg mit, ja, man läuft hier halt auf diesem Lavagestein rum und alles kein Problem. Hier ist die Stelle, wo der Rauch aufsteigt, aber ich rieche nichts. Jetzt muss ich mal die Infos, die es im Internet gibt, ein bisschen revidieren. Ja, man braucht keinen Guide, um hier oben lang zu laufen. Wenn du einen Guide buchst, brauchst du einfach nur da stehen bleiben am Guide-Service. Alle 20 Minuten geht einer los. Das Ganze ist kostenlos, in der Eintrittskarte schon mit drin. Und dann stand noch im Internet, man muss sich unbedingt was zum Trinken mitnehmen. Hier hast du wirklich alle Kilometer ein Kiosk, sag ich mal, wo man Essen und Trinken kaufen kann. Man verhungert nicht, man verdurstet nicht. Man kann hier bequem in Turnschuhe hochgehen. Also ich habe viele Informationen bekommen, die nicht so richtig waren. Und ja, ich wollte mal ein aktuelles Update geben. Das Einzige, was ein bisschen nervig ist, hier sind so ganz kleine Insekten, die pieksen auf der Haut. Das ist nervig. Hier ist zum Beispiel mal eine Speisekarte mit den Preisen und was es hier so gibt. Hier soll man irgendwo Pompeji sehen. Vielleicht sieht es ja einer von euch. Ich stand hier schon 10 Minuten. Ich habe nichts gesehen. Sieht schon cool aus mit der Wolke da unten. So, hier ist jetzt der Ausgang und auch der Eingang. Bis hierher kann man sich also mit dem Bus kutschieren lassen. Oder man kann auch noch 1 Kilometer bis zum Parkplatz nach unten laufen, so wie ich das jetzt mache. Ich freue mich schon, aus diese Schuhe auszusteigen. Gleich da. Als erstes gucke ich, wie viel Grad im Auto sind. In 8 Minuten bin ich in Tropea. Mal schauen, die Stadt hat mir irgendjemand empfohlen. Bin ich mal gespannt, warum. Hier ist heute Abend bestimmt richtig Trubel. Stromoli-Touren, die fallen alle aus, wegen der vulkanischen Aktivitäten momentan. Hier kann man auch andere schöne Touren machen. Darauf hätte ich ja auch Lust, da zu schwimmen. Ich schwitze total. Hab mir gerade eine Tour gebucht. Morgen gehen wir schnorcheln. Freut euch. Es ist viel los hier. So, zur Feier des Tages gehe ich auch mal essen. Das erste Mal jetzt. Ich liebe Spaghetti Carbonara. Ja, das war mein Tag heute im Schnelldurchlauf. Einmal auf den Vesuv, ringsrum und wieder zurück. Und dann ging es nach Tropea. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, bleibt dran und schaltet nächste Woche wieder ein.